So Leute, das Warten hat ein Ende. Nun zum Teil 2 meines Videos. Zanderangeln am Baggersee mit offenem Bügel. In meinem heutigen Video werde ich mich damit befassen, was gibt es eigentlich für Uferkanten bei uns in den Gewässern und wo habt ihr eure Köder anzubieten. Ein weiterer Punkt in meinem zweiten Video wird heute sein, wie verhalte ich mich bei einem Biss? Wie muss ich reagieren? Was muss ich machen, um den Fisch wirklich landen zu können? Bleibt dabei, schaut es euch an. So Leute, beginnen möchte ich mit den verschiedenen Arten von Uferkanten. Ich werde euch jetzt 4 Arten von Uferkanten zeigen, die ihr bei uns in den Baggerseen recht häufig vorfindet und wo ihr eure Köder zu präsentieren habt. Nun zu den Uferkanten. Ich habe mir gerade mal eine Minute Zeit genommen, um euch einfach mal ein paar Uferkanten aufzuzeichnen. Das wäre die Uferform 1. Die fällt sehr langsam und sehr langgezogen ab. An dieser Art von Ufer würde ich persönlich mein Glück auf Zander nicht probieren, da da recht wenig Struktur vorhanden ist und der Zander sich dort recht selten aufhält. Dann haben wir hier die Uferstruktur 2. Die Uferstruktur 2 fällt recht steil ab und diese Art von Uferstruktur würde ich bevorzugen. Und hier unten einfach am tiefsten Punkt der Uferkante quasi, 50 cm nach draußen, dort würde ich einen Köder präsentieren. Und gerade solche Uferkanten sind sehr erfolgsversprechend. Die dritte Form wäre eine treppenartige Uferform. Da würde ich persönlich nicht auf dem oberen Podest angeln, sondern ausschließlich auf dem unteren. Da auch an der tiefsten Stelle, der letzten Stufe quasi, einfach diese 50 cm nach draußen, dort einen Köder anbieten. Dann ist auch eine solche Uferstruktur recht erfolgsversprechend. Die Uferstruktur 4 unterscheidet sich nur ein bisschen zu Uferstruktur 3, da die 4 in beiden Fällen sehr steil abfallend ist und die Uferstruktur 4 am Anfang sehr steil abfallend ist und unten dann auch wieder wie Struktur 1 sehr flach und langgezogen ist. Auch an der Struktur 4 würde ich mein Glück versuchen, dann aber auch nicht auf dem oberen Podest, sondern auch am tiefsten Punkt der Struktur und auch wieder mit den 50 cm weg vom tiefsten Punkt und da einen Köder präsentieren, da da die Erfolge recht hoch sind. Nochmal zusammengefasst, Struktur 1 sind meistens Badebereiche, wo künstlich aufgeschottert wurden, die dann recht flach reingehen. Solche Bereiche würde ich persönlich auf Zander meiden. Wie gesagt, hier strukturreiche mit einer direkten abfallenden Kante oder auch hier schön kantigen Treppenform oder auch hier diese schön kantige Treppenform mit dem langsam abfallenden. Da lohnt es sich immer wieder zu befischen. Das wäre dann einmal hier der Fall, einmal hier der Fall und einmal hier der Fall. Wenn möglich natürlich, oder wenn ich es mir raussuchen dürfte, welche Strukturen jetzt bei uns im Gewässer vorhanden sind, würde ich diese Struktur, die Struktur 2, als Platz 1 nehmen, wenn ihr es vorhanden habt, und dann einfach mal probieren. Nun geht's weiter. Wie müsst ihr mit einem Biss umgehen und wie verhaltet ihr euch dabei? So, nachdem ihr nun den Köder an einen eurer Kanten oder einen eurer Strukturen ausgelegt habt, noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn der Köder abgesunken ist und der Köder auf Grund liegt, einfach die Rute nochmal aufnehmen, ein-, zweimal zupfen und zum Gucken, liegt der Köder gut? Wie ist die Bodenstruktur? Liegt er vielleicht im Kraut oder liegt er wirklich auf dem Kies? Einfach nur nochmal, um sicher zu gehen, lohnt sich's überhaupt? Weil wie oft ist man schon dran gesessen, hat am Abend die Rute reingeholt und hat gemerkt, oh scheiße, der Köderfisch lag im Kraut. Da hätte man sich können den ganzen Ansitz sparen. Deswegen einfach nochmal ein kleiner Tipp von mir, einfach nochmal die Rute aufnehmen, zwei-, dreimal zupfen. Gucken, wie ist der Boden, ist er schön kiesig oder ist er krautig, um einfach verschwendete Zeit zu vermeiden. Nachdem ihr die Ruten ausgelegt habt, einen Bügel offen habt, gibt es verschiedene Methoden, um einen Biss zu erkennen oder auch einfach um sicherzustellen, dass die Schnur wirklich vom Bissanzeiger auch erkannt wird, je nachdem was ihr für einen Bissanzeiger habt. Gerade es gibt viele Bissanzeiger, die diese Rollen drin haben. Bei diesen Rollen ist manchmal ein schwieriger Punkt, weil die Schnur recht dünn ist und dann der Abzug mit der freien Leine einfach nicht erkannt wird. Da gibt es mehrere Methoden. Diese Methoden helfen auch bei Wind. Wenn ihr gerade an einem windreichen Tag draußen seid
wo ihr dann einfach sagt, oh, meine Schnur wird aber von der Rolle gezogen. Da gibt es mehrere Methoden. Eine Methode ist die herkömmliche Methode, die funktioniert einfach mit einem kleinen Ästchen. Den kleinen Ast reinhängen, in die Schnur hängen. So vermeidet ihr das, dass es unnötig Schnur von eurer Rolle abzieht bei Wind. Oder auch, um einen Biss besser zu erkennen, sind so Stöckchen eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn der eine oder andere wahrscheinlich drüber lacht. Dann haben wir noch eine weitere Methode. Eine weitere Methode, die kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Das ist hier so ein Schnurring. Den kann man einfach aufmachen, in die Schnur reinhängen. Leuchtet sogar im Dunkeln. Ein negativer Aspekt von diesen Ringen, die Erfahrung habe ich müssen auch schon machen, ist, wenn der Ring in der Schnur hängt und der Fisch abrupt Schnur abnimmt, kann es sein, dass sich dieser Ring verdreht und somit einen Widerstand bildet oder gar den ganzen Ablauf stoppt und der Zander so vom Köder ablässt. Ist eine Möglichkeit, aber nicht mein absoluter Favorit, muss ich sagen. Eine weitere Methode ist hier der sogenannte Affenkletterer. Auch einfach hoch die Schnur einhängen, wieder runterlassen. Ist ein guter Widerstand, kann man auch noch ein Knicklicht reinmachen, dass man es besser erkennt. Aber bin ich auch nicht wirklich der Fan davon, muss ich ehrlich sagen, da sich die Schnur recht oft hier an diesem Affenkletterer verhängt. Aber ist jedem, wie er möchte. Beim Anschlag oder wenn der Fisch arg zieht, fällt er hier oben raus, fällt runter und der Fisch kann ganz normal abziehen. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich bin Fan vom herkömmlichen Stöckchen. Ich hänge einfach immer bei mir so ein Stöckchen rein, auch wenn viele denken, boah, warum hängt der ein Stöckchen rein? Es gibt doch so viele tolle andere Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hänge dieses Stöckchen rein. Beim Biss läuft das Stöckchen auf der Schnur schön zurück. Wenn ich wirklich dann meinen Anhieb setzen möchte, kann ich meinen Anhieb setzen, das Stöckchen fällt raus und ich suche mir nachher beim neuen Auslegen einfach ein neues Stöckchen und dann ist das Problem erledigt. Jetzt ist es endlich soweit. Ihr habt einen Biss, die Schnur läuft, der Bissanzeiger schlägt Alarm. Aber wie verhalte ich mich jetzt? Wenn ihr wisst, es sind nur maßige Zander im Gewässer, es werden nur maßige Zander besetzt und der Zander kann sich natürlich bei euch in den Gewässern nicht vermehren, was bei uns in fast allen Gewässern eigentlich der Fall ist, gibt es eine Methode. Ihr könnt warten, könnt dem Zander Schnur geben, dass es so reibungslos wie möglich abziehen kann. In dem Moment, wo die Schnur das erste Mal läuft, hat er den Köder vom Boden aufgenommen, sucht sich eine ruhige Stelle, da der Zander im Schwarm fischt, um seine Beute, sein Fressen von den anderen wegzubringen. Dann bleibt er stehen. Viele denken am Anfang, oh, jetzt hat er losgelassen oder hat irgendwas gemerkt. Nein, ist meistens nicht so. Klar kann der Fall eintreten, aber im Normalfall bewältigt der Zander nun den Köder und zieht dann wieder los. In dem Moment, wo er dann loszieht, könnt ihr den Anschlag setzen und zu 99% habt ihr euren Zander. Aber diese Methode bitte nur anwenden, wenn ihr zu 100% wisst oder vom Verein euch versichert wurde, es werden nur satzfähige Zander oder fangfähige Zander besetzt und sie kommen natürlich nicht drauf. Das heißt, wenn es keinen natürlichen Bestand gibt, weil sonst schwangelt ihr manchmal untermaßige Zander, kleine Zander und ist einfach zu schade. Ein weiter wichtiger Punkt, wenn ihr mit Pose fischt oder mit freier Leine fischt, ist, wenn ihr merkt, dass die Schnur zu euch kommt, dass der Fisch Richtung Ufer zieht, tut euch den Gefallen, schlagt sofort an. Es könnte nämlich auch ein Aal sein, der zieht dann irgendwo ins Gehölz rein, meistens kriegt er dann nicht mehr raus, die Montage reißt ab, eure Montage hängt im Ufer, hängt im Gewässer, den Fisch kriegt er auch nicht raus, den habt ihr dann auch verangelt, da hat keiner was gewonnen. Die andere Variante ist, wenn der Zander den Köder aufnimmt, wenn ihr wisst, ihr habt kleine Zander drin oder sie werden untermaßig besetzt oder ihr habt einen normalen Nachwuchs im Gewässer vorhanden. Sobald die Schnur läuft, gleich anschlagen. Wenn ihr den Fisch spürt, ganz wichtig, nicht die Spannung verlieren. Der Zander hat ein sehr hartes Maul, wo der Haken vielleicht nicht unbedingt so greift, wie es sein sollte. Deswegen in dem Moment einfach gucken, dass ihr im Drill die Schnur auf kompletter Spannung haltet. Wenn sich der Zander schüttelt oder ihr die Spannung verliert, kann sein, pustet der Zander oder fällt ein Zander der Köder oder der Köderfisch aus dem Maul und ihr steht nachher mit nichts da. Das sind die kleinen Tipps von mir. Geht raus ans Wasser, probiert's. Ihr könnt mir auch gerne die Kommentare schreiben, ob es funktioniert hat und wie ihr meine Videos findet. Schaut bei mir auf Instagram vorbei, Fishing with Passion, und ich wünsche euch ganz, ganz stramme Schnüre, Leute, und viel Spaß beim Gucken.
Und ja, ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen zu meinem Video mitteilen. Schreibt mir einfach auf Instagram oder hier in die Kommentare. Abonniert den Kanal, würde mich freuen. Und bei Fragen einfach melden. Macht's gut, Leute.